Okay, jetzt muss ich hoffen, dass er mich nicht so oft trifft. Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Okay, der ging leider durch. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! Vorsicht, Gegner! Okay, jetzt machen wir es mal kurz vom Acker, bis wir uns zeigen können. Und kiten ihn mal ein bisschen. Die Linien müssen halten! Vorsicht, Gegner! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Okay, das war knapp, aber es ging. Standhalten, Männer! Linien müssen halten. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Segnung heilt zum Glück ziemlich viel. Das ist ein Hinterhalt! Linien müssen halten. Oh, jetzt kommt doch Amra. Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! Ja, Amra und Lea ist gelöst. Wir haben die Rüstung. Die wir selber nicht tragen können. Und auch keiner von den beiden. Tja, weil wir dafür schwere Kriegskunst 9 brauchen. Wie gut ist die Rüstung denn? Ausdauer, Stärke, Wendigkeit, Geschicklichkeit. Okay. Und irgendwo sind da auch noch Beinplatten. Okay, 20 mehr Rüstung. Resistenzen auch okay. Also okay wäre die Rüstung, können sie allerdings nicht tragen. Naja. Gut, wir haben Amra und Leas Quest damit auch zu einem Abschluss gebracht. Das heißt, wir können nach Graufurt zurück und die Blutquest abschließen. Dann können wir alles, was wir noch so haben, was nichts wirklich Tolles ist, verkaufen. Naja, soweit ich weiß, das Gold dürfen wir mitnehmen in... das letzte Add-on. Aber ich glaube, das Inventar nicht. 100%ig sicher bin ich mir da allerdings auch nicht.
Haus des Ordens. Und ja, Randolf Weißhand vom Anfang steht immer noch da in der Gegend rum. Wenn ich mir so überlege, wir sind schon bei über 200 Folgen. Und er steht immer noch da rum. Ich habe euch schon erwartet. Nun, habt ihr den Krug aus Adamantinum? Hier ist das Gefäß, das ihr benötigt. Tatsächlich. Es ist soweit. Die Stunde meines Streiters wird kommen. Seid ihr sicher, dass ihr das Richtige tut? Richtig oder falsch, der Streiter wird uns retten. Hier, der Trank ist fertig. Seht nur, wie er brodelt. Was soll nun damit geschehen? Bringt den Trank zu meinem Erwählten, Tombart, mein Bruder. Er ist ein tumper Kerl, der von allen verlacht wird. Doch dieser Trank wird ihn zu einem mächtigen Krieger machen. Ja. Bringt Tombart den Trank. Adira sprach vom Beginn einer neuen Zeit oder einem Retter. Bringt Tombart im kleinen Dorf den Trank. Und Trank der Helden und seht, was geschieht. Ja, damit ist wahrscheinlich das Dorf hier gemeint. Ein anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Also müssen wir mal kurz noch eine Detour machen. Ja, ein bisschen was haben wir zum Verkaufen. Vor allem verdammt viele Armbrüste. Ein paar Sachen, die ich behalten kann. Runen verkaufen. Baupläne haben wir keine über. Zauber verkaufen. Ja, das ist Tombart. Oh, wir sind kurz vor Level 27. Wäre schön, wenn das jetzt zu Level 27 reichen würde. Dann könnten wir nämlich endlich mal einen guten Bogen ausrüsten. Einen besseren auf jeden Fall. Was? Wie ist euer Name? Tombart. Tombart muss arbeiten. Adira schickt mich mit einem Trank. Trank? Oh, das ist gut. Adira hat mir erzählt davon. Trank macht Tombart stark und schlau. Dann Tombart niemand mehr auslachen wird. Es sollte euch auch ohne den Trank niemand auslachen. Du mir den Trank geben. Du mir geben. Tombart will stark und schlau sein. Er spricht hier, wie ein Troll. Nehmt. Danke. Schmeckt böse. Brennt. Jetzt Tombart schlau wird. Niemand mehr Tombart auslachen. Niemand! Was ist mit euch? Ihr seht so verändert aus. Niemand wird mich je wieder auslachen. Oh. Das ist ein Hinterhalt. Ah, Klinge des Lichts und... Ja, Quest zu Ende. Wir bräuchten aber noch Erfahrungspunkte, bitte. Doof. Sagen wir mal Bescheid, dass ihr Bruder das Zeitliche gesegnet hat. Ja, ich brauche noch immer etwas mehr als ein Level.
Aber eigentlich sollte es ziemlich leicht sein, auch das letzte Level zu kriegen. Oder das Level, was noch ein bisschen fehlt. Eine neue Zeit wird beginnen. Was ist mit euch? Ihr redet wie im Fieber. Thornbart! Er wird uns alle erlösen. Okay, die hat nichts Neues mehr zu sagen. Dann gehen wir mal kurz bei den Händlern Zeug verkaufen. Ah, ihr schon wieder. Du hast auch nichts mehr Neues. So, was verkaufst du? Stufe 9 Zauber. Die uns alle nichts bringen, leider. Finvi, du warst die Händlerin, die Runen hatte. Also werden wir bei dir die Runen verkaufen. Genau. Hier ist nicht mehr wirklich eine Rune, die uns was bringt, weil alle schwächer sind oder wie sie ihr verkauft haben. So. Dann gehen wir jetzt schnell hoch auf den Marktplatz noch. Gucken, dass wir da Zeug loswerden. Und ja, irgendwie kann einem der arme Thornbart schon leid tun. Hat wahrscheinlich als Kind eins auf den Kopf gekriegt. Der Arme. Und dann wird er von seiner Schwester als Versuchskaninchen benutzt. Oh nein, unser Major hat recht. Auslachen hätte ihn niemand dürfen. So, du bist Mentalist, also kriegst du das Ding. Du bist, glaube ich, der Schattenmagier. So. Du bist Elementarmagier und du warst der... Mal kurz gucken, ob du vielleicht doch noch was Interessantes hättest. Ach nee, du warst der Gemischt-Magier. Genau. Entschuldigung. Warst du der Weißmagier dann? Nein, du warst Rüstungsmagier. Also verkaufen wir bei dir mal Rüstung und so Zeug. Die beiden zum Beispiel können gleich ganz weg. Der kann weg. Nachtglanz will ich als Andenken behalten. Der Lehrlingsring kann weg. Die Ringe können eigentlich alle weg. Ring der Roten Horde werde ich einbehalten. Die Knochenringe behalte ich beide. Glutband behalte ich auch. Zauberring kann weg. Der Ring kann weg. Winterstern reicht einer. Einsiedlerring reicht auch einer. Bannmaske ist eigentlich auch eher eine Erinnerung. Die guten Lederhelme können weg. Dämonenschädel kann auch mal einer weg. Obsidianmasken können weg. Davon kann einer weg.